Bitte, 5 Minuten. Ja. Ready? Ja. Ich habe eine Version von Rachmaninow im Kopf. Na, willst du dirigieren? Ich hoffe, ich falle nicht hin. Es spielt keine Rolle, an welchem Ort ich mich physisch befinde. Ich bin wie ein Instrument und trage die Musik in mir. Es ist egal, auf welchem Klavier ich spiele, in welchem Konzertsaal oder für wen. Letztendlich kommt das Publikum ins Konzert, um sich von der Musik hinreißen zu lassen. Ich versuche, die Zuhörer in eine andere Welt zu entführen, die hoffentlich abseits vom Alltag liegt. Dass das gelingt, kann ich nicht jeden Abend versprechen. Everything I play now. Alles, was ich heute spiele, lernte ich als Teenager. Das ist mir richtig in Fleisch und Blut übergegangen. Es ist eins mit mir geworden. Wenn ich das spiele, fühle ich mich so unglaublich wohl dabei. Ich spüre gar nicht, dass ich spiele. Es fließt einfach so aus mir heraus, als ob ich der Komponist wäre. Das ist ein wesentlicher Teil meines Lebens. Ich lerne gerade Iberia, 12 großartige, leicht repetitive Stücke. Schostakowitsch 1, Beethoven 3, Prokofjew 1, Rhapsody in Blue.
Heute spiele ich mit Künstlern, die ich als Kind auf CD-Hüllen bewunderte. Mit 14 wollte ich die alle kennenlernen und für sie und mit ihnen gemeinsam spielen. Und dann mochten sie mich auch und gehen mit mir jetzt auf Tournee. Mehr kann man sich in meinem Alter nicht wünschen. Nichts könnte schöner sein. Also 10 Tage frei nach Cleveland, danach wieder Europa. An welchen Tagen? Weiß nicht. Ich habe alles in meinem iPad. Das iPad ist mein Boss. Mein Leben ist mit vielen Reisen verbunden. Das macht es schwer, ausgeglichen und zentriert zu bleiben und sich einem Ort oder einem Menschen zugehörig zu fühlen. Es ist hart als Musiker, aber wir wollen oft auch alleine sein in unserer eigenen Welt. Gleichzeitig lieben wir Gesellschaft und sind gerne von Menschen umgeben. Die Welt, aus der ich abreise, und die Welt, in der ich ankomme, haben absolut nichts gemeinsam, bis ich wieder dorthin zurückkehre, von wo ich weggefahren bin. Ich werde dort üben, weil ich gestern gar nichts gemacht habe. Hoffentlich machen meine Finger mit. Entweder spiele ich Soloprogramme oder Orchesterkonzerte. Als Solistin übernimmst du sozusagen die Kontrolle. Du bist gegenüber dem Orchester in einer exponierteren Lage. Und rechts von dir befindet sich das Publikum, für das du eine eigenständige Einheit darstellst. Entity. So myself, it is already a unity. Dieses ständige Flügel wählen müssen, das mag ich gar nicht. Der eine hat eine tolle Klangfarbe, der andere tolle Bässe, der dritte einen besonders vollen Klang. Kann man die drei kombinieren? Jedes Klavier hat seine eigene Stimme, seinen eigenen Charakter. Den da behalten wir als Ersatz. Ich glaube, ich mag diesen Flügel. Ich bin etwas verwirrt. Was auch immer du möchtest, wir kriegen das hin. Die Auswahl hängt sehr vom Stück ab, das man an dem Abend spielt. Wenn man den passenden Flügel hat, klingt das Stück besser. Sänger machen mit ihren Stimmbändern Musik, Pianisten mit ihren Händen. Es ist meine Aufgabe, den optimalen Klang aus einem Klavier herauszuholen. Das ist Teil unserer Technik. Jeder Flügel ist wie ein Fremder. Das dauert ein bisschen, bis man sich aneinander gewöhnt hat. Bis man die Stärken und Schwächen kennt und weiß, wie man mit ihnen umgeht. Man muss sich ständig aufeinander einstellen. Wenn ich längere Zeit auf Tournee bin, stellt sich bei mir so ein Gefühl ein wie im Ferienlager. Man kennt alle und hat Spaß. Aber eines Tages gehen die Ferien zu Ende und man ist traurig. Aber so ist es nun einmal. Und das Einzige, was bleibt, sind die schönen Erinnerungen. Dieses Gefühl begleitet mich ständig und ich versuche mitunter, Begegnungen nicht zu nah an mich heranzulassen, weil ich sonst zu viele Menschen vermissen würde. Das lässt mir mehr Freiraum und innere Ruhe, um mich selber kennenzulernen und herauszufinden, was ich will im Leben. What I want.
To fly is the opposite of traveling. Fliegen ist das Gegenteil von Reisen. Du durchquerst eine Art Loch im Raum, verschwindest im Leeren, bist eine Weile an keinem Ort, nirgends. Dann tauchst du wieder auf in einem dort und dann ohne jeden Zusammenhang mit dem Wo und Wann, aus dem du verschwunden bist. Was tust du inzwischen? Wie fühlst du diese Abwesenheit von der Welt und der Welt von dir? Du liest. Vom Start bis zur Landung hebst du den Blick nicht vom Buch. Denn jenseits der Seite ist nur Leere, die Anonymität der Flughäfen, des metallischen Uterus, der dich umhüllt und nährt, des immer wechselnden und immer gleichen Pulks von Mitpassagieren. Das Buch heißt »Wenn ein Reisender in einer Winternacht« und ist von Italo Calvino. Es ist so, als ob er es für mich geschrieben hätte. Die ganze Welt steht mir offen. Diese vielen Möglichkeiten, die sind sehr anregend. Wohin mich das wohl führen wird? Dass mir so ein Leben passiert, hätte ich nie erwartet. Meine Mutter ist Tänzerin. Ich habe immer viel Körper gesehen. Und deswegen habe ich kein Problem damit, viel Haut zu zeigen. Es macht mir Spaß, Kleider anzuziehen, in denen ich mich schön fühle. Ich denke, dass jeder Mensch narzisstische Züge hat. Und wir Künstler sowieso, weil wir ständig auf der Bühne stehen. Hallo, wie geht es dir? Gut. Willkommen in Zürich. Super, dass du zum Jubiläum dieser Saison hier bist. Danke, cool. Also, lass uns schauen. Jetzt müssen wir arbeiten. Nach einem Flug spielt es sich irgendwie komisch. Thank you.
Freitag vor 66. Tom, pom, pom, diri, ja, pom, 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 pom. In all the movement. That's the most important. You know, you're very anxious and nervous for the whole day. You don't know what's going to happen. Manchmal bin ich sehr aufgeregt, verängstigt und nervös, weil ich schon den ganzen Tag auf den Auftritt warte. Man weiß ja nie, was passieren wird. Aber dann kommt der Moment, wo man nur noch an die Musik denkt und einfach raus auf die Bühne geht. Man muss alles loslassen, egal was kommt. Manchmal ist es großartig und aufregend. Manchmal ist das Resultat aber ganz anders, als man das erwartet hat. Es liegt nicht mehr in meiner Macht, sobald ich auf der Bühne bin. Oder anders gesagt, sobald ich auf der Bühne bin, sollte ich alles unter Kontrolle haben. Aber bis zu dem Moment, in dem ich die Tasten berühre und die erste Phrase erklingt, weiß ich es nicht. Dann erst spüre ich, ob alles gut geht oder auch nicht. Wenn zum Beispiel das Klavier nicht ausreichend temperiert ist oder ich mich nicht genug aufgewärmt habe, dann fühlt sich alles seltsam an. Haben wir denselben Schlüssel? Geht es? Dann mal los. Okay. I'm not ready. Ich bin noch nicht bereit.
fabulous. Thank you. I'm just being myself to them. Ich bleibe einfach ich selbst. Es ist wunderbar, von einem Publikum so geliebt zu werden. Aber ich glaube nicht, dass es wegen mir kommt, sondern wegen der Musik genialer Komponisten, über die wir uns gemeinsam freuen. Share the same joy of some other genius composer's language. It is good to be adored, I guess. Es ist schön, bewundert zu werden, aber auch gefährlich. Denn letztendlich darf ich nicht vergessen, dass es nicht um mich geht, sondern um etwas viel Größeres. Something larger, something bigger. Also nach der Vorstellung. Wann hast du freie Tage? Eigentlich gar keine. Sometimes you get tired of always being the soloist. Ich will nicht immer Solistin sein. Man ist immer allein auf der Bühne. Und auch mit einem Orchester ist man ja eigentlich alleine, weil man nicht so richtig dazugehört. Bei Kammermusik ist das ganz anders. Das ist Musikgenuss und pure Freude. Meistens spielt man mit Freunden. Man hat also Spaß. Wir unterhalten uns miteinander, jeder mit seinem Instrument. Entschuldige, aber das Klavier klingt so blöd. I felt like I was pretty normal. I went to regular school. Ich war wie jedes andere Kind. Ich bin in die normale Schule gegangen und hatte Freunde. Ich hatte alles, was ich brauchte, immer. Zu Hause herrschte Routine, Konzerte spielen, in die Schule gehen, nach Hause kommen. Es ist ein Glück für mich, dass ich meine Berufung gefunden habe und etwas tun darf, das ich liebe und gut kann. Ich kann sehr reif sein, jung, aber weise. Aber in meinem persönlichen Leben bin ich eigentlich noch ziemlich naiv. Great.
Der Applaus ist aber anders als bei den Deutschen. Bitte? Der Applaus ist anders als beim deutschen Publikum. Aber meine Liebe, du bist in Paris. Man weiß eigentlich nicht, wonach man sucht. Aber man weiß, dass es da noch etwas gibt. Es ist etwas Schönes, etwas, an das man glauben kann. Und obwohl ich nicht religiös bin, glaube ich, dass das Leben für jeden eine Aufgabe bereithält. Wenn ich mich nur amüsieren würde und nicht das täte, wofür ich bestimmt bin, wäre das Zeitverschwendung. Bäume müssen blühen und Früchte tragen. Menschen müssen kreativ tätig sein, sonst würde ich mich nicht lebendig fühlen. Mein Leben ist vielschichtig, multikulturell und nicht so einfach zu beschreiben. Manchmal bin ich selber unsicher, welche Seite von mir ich gerade zeigen soll. Und viele Menschen wollen wissen, was ist denn nun dein Image? Ich weiß es nicht. Da gibt es viele Lesarten. Am liebsten entdecke ich die Feinheiten der Musikstücke, um mich ihnen näher zu fühlen, sodass sie im Laufe der Zeit zu meiner DNA werden. Dann kann man sie fast so spielen, als ob man der Komponist wäre, weil man das Werk so gut kennt und man sich keine Sorgen mehr machen muss. Dieses ist natürlich technisch sehr schwierig. Es ist ein anstrengendes 45-Minuten-Stück und eine endlose Welle von Leidenschaft. Das ist ganz anders als das Prokofjew-Klavierkonzert Nummer 2, das sehr explosiv und düster ist, fast wie Rock'n'Roll. Die Struktur ist sehr prägnant und alle Noten sind in diesen 22 Minuten verdichtet. Das Rachmaninow-Klavierkonzert hat hingegen viele verwobene Querverweise. Alle Abschnitte sind auf sehr subtile Art miteinander verbunden. Jeden Tag gebe ich andere Antworten, je nachdem, welches Buch ich gerade gelesen habe oder mit welchen Freunden ich zusammen war. Hauptsächlich erwartet man von mir eine Antwort, die jeden zufriedenstellt. Aber ich kann sie nicht geben. Ich bin erst 27. Ich mache einfach mein Ding weiter, weil der Prozess des Suchens und Forschens andauert. Viele der Fragen, die mir gestellt werden, frage ich mich selbst. Oft wird erwartet, dass ich meine Zaubertricks enthülle, aber die verrate ich natürlich nicht. Klischees zu bedienen, Asiatin, Frau, zierlich, schnelle Finger, all das. Das bin ich doch gar nicht. Das ist zu oberflächlich. Alles ist viel komplexer, als es aussieht. It's so superficial. Things are much more complicated than they appear, I feel. Ich wünsche mir, dass die Leute mich als forschende, neugierige Musikerin wahrnehmen, als eine abenteuerlustige, kreative und mutige Künstlerin. Das wäre mir lieber als, dass es die mit den schnellen Fingern, den Stöckelschuhen und den kurzen Kleidern. Sehr nett. Das bedeutet die Seele von Yu Jiawang. Die Seele? Oh, there. Great. Now super, da muss ich gar nicht selbst dort sein. Yu Jiawang. Thank you.
últimos años en todo el mundo. Sie ist ein Genie. Diese Hingabe, besonders ihre Leidenschaft und ihre musikalische Herangehensweise, sie zieht sofort jeden in ihren Bann. Ich könnte stundenlang proben, weil es mir so viel Spaß macht. Und genau das kann man spüren. Man schließt die Augen und fühlt diese unglaubliche Energie. Das ist die Macht der Musik. Musik kann innerhalb kürzester Zeit traurig oder fröhlich machen. Aber Yua weiß, wie man Musik in vollen Zügen auslebt. Sie ist sehr jung und sehr talentiert. Wir sind etwa im selben Alter und wir bilden gemeinsam eine neue Generation von Musikern und Publikum.